Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Let's Play. Ich dachte mir, wir begeben uns mal wieder ein bisschen auf Weltreise, nachdem wir schon in diversen Let's Plays an verschiedensten Orten in der Welt waren. Wir waren schon in Usbekistan, wir waren in Schottland, natürlich auch in Amerika, da befindet man sich ja ständig, wenn man irgendwelche Spiele spielt. Und heute wollen wir uns wieder auf den amerikanischen Kontinent begeben, und zwar, wenn wir genauer sein wollen, nach Alaska. Und zwar spielen wir Never Alone, oder wie es in der Landessprache dieses Spiels heißt, schlagt mich nicht, wenn es falsch ist, wenn ich es ausspreche, Kisima Ingichuna. Da wird es auch gerade eingeblendet langsam. Und zwar spielen wir ein Inupiat-Mädchen. Ich bin mir nicht sicher, ob Inupiat oder Inupiak. Ich hatte vorhin erst nachgeschaut, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Inupiak war die Einzahl. Und die Inupiat ist dann eben die Mehrzahl und der Name für das Volk sozusagen. Also ein Mädchen aus der indigenen Bevölkerung Alaskas, machen wir es einfach so. Und dieses Mädchen durchstreift die Kälte, die Wildnis in der Kälte, zusammen mit seinem besten Freund, einem Polarfuchs. Und dabei werden wir so einige Einblicke in die Kultur dieses ziemlich am Rande der Öffentlichkeit oder der Aufmerksamkeit stehenden Volkes erlangen. Und wir sehen auch schon, wenn wir in das Menü reinschauen, hier gibt es direkt einen Menüpunkt Kultureinblicke. Also es wird sich dabei vor allem auf Videos beziehen, die wir zu dem ganzen Thema sehen, und Interviews, die da abgehalten wurden, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es ja noch nicht gespielt, also ich kann es euch nicht genau sagen. Aber das, was ich im Voraus gelesen hatte dazu, sieht wohl so aus. Es soll ziemlich schwer sein teilweise, das Spiel, was auch daran liegt, dass wohl der ein oder andere Bug mit drin sein soll. Und ich habe gelesen, der ein oder andere wurde ziemlich in den Wahnsinn getrieben davon. Allerdings haben die meisten, obwohl sie rumgezetert haben drüber, am Ende gesagt, es ist ein tolles Spiel. Also dachte ich mir, probieren wir es doch einfach mal. Mal sehen, wie es wird. Also wir sehen schon, wir könnten uns hier jetzt... so viel können wir noch gar nicht anschauen. Zwei Videos könnten wir uns schon anschauen, theoretisch. Ich mach's mal noch nicht. Mal sehen, ob wir vielleicht am Ende reinschauen oder ob die mittendrin im Spiel dann mitkommen. Ich weiß ja nicht genau, wie es aussehen wird. Ich spiele übrigens mit Controller, weil ich mir dachte, vielleicht ist da die Steuerung ein bisschen einfacher zu handhaben. Wir werden es einfach mal sehen. Ich würde sagen, wir schauen einfach rein und lassen uns auch von der Story überraschen, die, so wie ich gelesen habe, richtig gut sein soll. Los geht's. Die Inupiat sind eines der indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in einer der großartigsten Umgebungen der Welt überlebt. Lerne mehr über die Inupiat durch freischaltbare Kultureinblicke. Das wollen wir machen. Ach, okay, jetzt werden wir in diesen Ladebildschirmen offenbar immer darauf hingewiesen, wenn wir neue Einblicke erlangt haben. Gut, dann sollten wir sie uns vielleicht doch gleich mal anschauen, oder? Wie kann ich denn da hinwechseln? Geht es denn so schnell auf die... Ah, irgendwas habe ich jetzt gedrückt, dass ich da hingekommen bin. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal die Videos dazu an, um eine kleine Einführung in die Gedankengänge dieses Spiels zu bekommen. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiat people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there's this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders, very, very fundamental. Value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inupiaq. I'm from the Arctic Ocean. Inupiaq. I am Inupiaq. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are,
and we want to continue that. Ein stolzes Volk. Und ich glaube, das ist auch das, was die indigenen Völker immer ausmacht, dass sie eine unglaubliche Verbundenheit mit der Natur einfach ausstrahlen und dass sie gerade auch die, ich sag mal, zivilisierten Völker, also das ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber die, die halt die Zivilisationen bestimmen sozusagen im allgemeinen, in der allgemeinen Öffentlichkeit, dass sie ihnen eben auch lehren können, mit der Natur richtig umzugehen. Das wird leider viel zu oft vernachlässigt. So, und ich denke mal, hier wird es jetzt darum gehen, was die Beweggründe dafür waren, dieses Spiels zu machen. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know? Right to work. There was always something to do. There's never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would just be just relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling the story. Storytelling for the Nupiaq people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends, and they need to be told. They need to be heard. Okay, interessant. Also das erinnert mich auch so ein bisschen dran. Ich muss ja zugeben, ich habe ein großes Interesse an Marokko und den ganzen Maghreb-Ländern und habe auch in einem Buch, in dem es eben darum ging, dass jemand, der unter anderem marokkanische Wurzeln, glaube ich, hatte. Nee, afghanische Wurzeln hatte der, aber eigentlich ein britischer Journalist war, mit seiner indischen Frau und den Kindern, die daraus entstanden sind, nach Marokko gezogen ist. Ist irgendwie kompliziert, ich weiß. Da ging es um den Kulturschock, den er dabei erlitten hat. Und da wurde auch mit festgestellt, da hatte auch ein älterer Mann zu ihm gemeint, Fernsehen ist unglaublich doof, weil die Leute eben bloß noch in sich aufsaugen und gar nicht mehr selbst ihre Kreativität anwerfen. Und ich brauche auch nicht zu lesen, also der war halt Analphabet, aber hat sich gesagt, Lesen ist unwichtig, es ist viel wichtiger, die Geschichten nicht zu lesen in Büchern, sondern sie zu hören von Geschichtenerzählern, weil das Ohr die direkte Verbindung zum Herzen ist. Irgendwie so hatten sie es erklärt und das klang ja jetzt eigentlich ähnlich. Also bei den grundständigeren Völkern sozusagen scheint die Bedeutung des Hörens viel wichtiger zu sein als das Sehen und das Aufnehmen über die Augen, habe ich so das Gefühl. Da ist es halt wirklich bloß ein Werkzeug, das Sehen. Während das Hören eben, ja, wie gesagt, es ist die direkte Verbindung zum Herzen. Also wenn man eine ergreifende Geschichte hört, dann berührt einen das im Herzen. Und man merkt es auch in der Musik, wenn man ein Lied hört, das einen berühren kann, dann löst es die Emotionen direkt auch aus. So, und jetzt würde ich aber sagen, stürzen wir uns dann doch so langsam mal ins Spiel rein, nachdem wir hier so einen kleinen Einblick in die Gedankenwelt schon mal gewonnen haben. Ich
Okay, jetzt wissen wir, worum es geht in der Geschichte. Und wir haben einen neuen Einblick gewonnen. Schauen wir doch mal rein. Scrimshaw. So scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory. And traditionally, it was used to tell stories. Researching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time. And so it sort of gives you a timeline of history through etching. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Cool. Also wir sehen, wir werden nicht bloß was über die Kultur erfahren, sondern auch über die Kunst dieses Volkes und auch wenn wir hier dann schon weitersehen, auch ein bisschen was über konkrete Aspekte der Natur, die eben ja auch ein wichtiger Punkt im Umgang des Volkes mit der Welt um sich herum ist, sozusagen. So, jetzt wollen wir aber langsam mal anfangen. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich die ganzen Videos mit euch schauen werde, aber ich finde, das gehört bei dem Spiel auch irgendwo mit dazu, weil es ja um einen Kultureinblick eben in die Psyche dieses Volkes geht, sozusagen. Und ich finde, da sollte man das nicht außen vor lassen. Außerdem finde ich es persönlich ist ziemlich interessant. So, aber jetzt los geht's mit dem Spiel. Dabla ni bayak siya karawalap ayong itchak. Pagyag niyo laksak. Wow, das sieht ja ziemlich hübsch aus. Hätte ich gar nicht gedacht. Na gut, dann verziehen wir uns mal lieber, würde ich sagen. Dem Eisbären müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt in die Fänge geraten. Oh, das war gar nicht die richtige Taste. Ach, hier, okay. Ich muss mich erstmal zurecht finden. Diese Angaben A, B und so weiter bringen mich immer durcheinander, anstatt mir zu helfen, ehrlich gesagt. Oh. Na, sowas? Ist das unser Freund, der Fuchs? Hüpf. Der kann aber gut springen, der Eisbär, ne? Dafür, dass er so einen fetten Körper hat. Aber wir sind ein Stück schneller. Oh oh. Im Koop-Modus spielen. Mit A auf einen zweiten Controller drücken, um als Fuchs einzusteigen, oder Y drücken, um im Einzelspielermodus zum Fuchs zu wechseln. Okay, wir spielen ja im Einzelspielermodus. Jetzt geht's also los mit dem Charakterwechsel. Also wir könnten das theoretisch auch im Koop spielen, aber wir machen es natürlich so. Jetzt müsste ich nur herausfinden, was Y ist. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß was. Oh,
Ja, warte mal, das war nicht so geplant. Gut, jetzt muss ich natürlich erstmal schauen. Achso, ich soll jetzt wieder weglaufen vor ihm wahrscheinlich, oder? Ich dachte, wir kämpfen. Tja, Eisbärchen. Pech gehabt. Hüpf. Bis bald. Ach, wie süß. Jetzt ziehen die beiden zusammen los. Der Fuchsi ist irgendwie niedlich, finde ich. So, okay, mit Viereck kann ich jetzt wechseln. Also ich denke halt immer in PlayStation-Controllern, weil ich einfach immer auf PlayStation gespielt habe, wenn ich mal mit Controllern was gemacht habe. Das Wetter klarte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Robert Cleveland, Nasruk. Okay, diesmal kein Video, also weiter zur nächsten Passage. Oh, süß. Kolle ringai chok inyogo nun. Deregan neakaga nebiligo. Deregan neak taamna allatun inyogo chok. Okay. Das ist echt niedlich. Also die Charaktere sind schon putzig. Abhang hochklettern mit dem Fuchs. A antippen. Okay, dann wechseln wir mal auf den Fuchs. Ah, cool. So ein Glück, dass da das Seil ist. So, mit Nuna kommen wir ja hier relativ einfach hoch jetzt zum Glück. Schön, dass da jemand das Seil übrig gelassen hat, da gelassen hat. Also wir sehen, wie die Rätsel dann funktionieren werden. Es wird sehr plattformerartig hier. Aber gut, schauen wir mal, wie es so wird. Oh, das war ja fies. So, jetzt aber. Komm, Fuchsi. Das ist echt hübsch gemacht. Also die Gestaltung von dem Spiel gefällt mir richtig gut. Hui. Ups. Gegen den Wind stemmen, indem wir B gedrückt halten, okay? Jetzt muss ich nur noch rausfinden, welcher B ist. Dass das hinlegen? Weiß nicht, ob das die richtige Taste ist. Es scheint so. Ich glaube schon. Okay, ein neues Video. Karibus und Kleidung. Ich würde sagen, wir schauen es uns an, wenn wir die Passage geschafft haben. So mittendrin ist vielleicht ein bisschen doof. Das ist dann vielleicht ein bisschen besser. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir mit dem Fuchs was machen. Es steht gar nichts da. Aber ich würde denken, dass der Fuchs irgendwelche Fähigkeiten mit Geistern hat. Das hatte ich, glaube ich, gelesen. Ach süß, er kann sich halt auch so hinlegen. Gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach draufspringen sollen. Ach, tatsächlich. Alles klar. Gut, ich spiele mal mit Fuchsi weiter. Der kommt mir ein bisschen agiler vor als Nuna. Oh gut, sie hat es geschafft. Ein neues Video. Die Eule scheint also... süß. Die Eule scheint also unser Videolieferant zu sein, sozusagen. Also immer wenn wir auf sie treffen, gibt's eine neue Dokumentation. Von der Wand abspringen mit dem Fuchs. Ja gut, das macht Sinn. Erstmal ein bisschen hoch. Achso, ich komme gar nicht ganz hoch. Zack. Gut, das war jetzt nicht so kompliziert. Oh, halt, schon oben bleiben bitte. Und jetzt? Ach, schaffe ich es jetzt? Das könnte natürlich sein, dass ich jetzt bis zur Kante komme. Ja, sehr gut. Süß. Oh, das war natürlich gemein, gerade in dem Moment, in dem ich springe. Die helfenden Geister, also.
Na gut. Wir sehen, wie weit es noch ist bis nach Hause. Oh, pass auf, Nona, nicht, dass du ins Wasser fällst. Komm, schneller. Halt dich fest. Ich glaube, Fuxi kann sich besser festhalten als Nona, oder? Also sie wird immer so ein bisschen zurückgetrieben vom Wind, aber er nicht. Oh, na was machen wir denn jetzt? Er kann klettern, aber... Was ist mit ihr? Ah, okay, ich war fast um. Ja. Ah, hier oben gibt es wieder einen Geist. Moment, ich gehe erstmal kurz hier rüber. Die Eule aktivieren. So, was machen wir denn da? Am besten auf den Geist springen vielleicht, oder? Hilft uns das weiter? Ja, sie bilden eine Treppe. Ist das nicht schön? Komm, Nona. Komm hoch. Ach, muss ich selber machen. Okay. Gut, er kommt mit. Dann wechsle ich aber mal wieder auf den Fuchs. Der ist mir doch ein bisschen lieber von der Steuerung her. Der kommt mir weitaus agiler vor. Hui. Ups. Oh. Ins Nichts gesprungen, aber es hat gereicht. Okay. Gefällt mir von der Steuerung her bisher richtig gut. Oh, halt, 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 halt. Festhalten, bitte. Gefällt mir von der Steuerung her wirklich gut bisher. Oh, das war ja gemein. Das war unfair. Okay, jetzt aber. Möchtest du nach unten gehen oder wie sieht's aus? Okay, vielleicht muss ich auch nur die Geister aktivieren, dass sie sichtbar werden. Ah, der geht jetzt nach unten. Okay, Nona, du bist dran. Ja, dankeschön. Gut. Das klappt doch soweit. Zurück zum Fuchsi und weiter. Das ist putzig, wenn er seinen Galopp einlegt. Oh. Was ist denn hier passiert?